Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ja, ist immer was los. Der König achtet auf sein Aussehen und kauft ein neues Gewand. Er will seine Gemahlin beeindrucken, aber er ist so unsicher, er weiß nicht, ob er von seinen Gefühlen sprechen soll. Nicht nur der König geht so, sondern viele Menschen sind gerade emotional. Sie sind aber hin und her gerissen. Die meisten sind so unsicher. Sie haben vieles erlebt in die Vergangenheit. Und es sind auch Enttäuschungen. Und sie wollen nicht nochmal enttäuscht zu werden und wollen auch niemand enttäuschen. Der hübsche Prinz ist auch unsicher und fragt, soll ich nicht? Es handelt sich nicht nur um seinen Gefühlen, sondern er will sich behaupten. Aber er weiß nicht, wo soll er seine Kraft einsetzen, abgesehen davon, dass seine Mutter mischt sich immer wieder ein an seinen Angelegenheiten. Die hübsche Prinzessin möchte Klarheit, aber das lässt sich noch warten. Was aber sehr, sehr gut ist, eine rechtliche Lage klärt sich wieder auf. Es wird in Ordnung gebracht. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologischen Hintergründe nach indischen Berechnung. Sonne und Venus steht in Konjunktion und das bedeutet, der König achtet auf sein Äußeren. Aber diese Sonne-Venus-Verbindung bekommt zweimal einen Quinkungsaspekt, einmal von Neptun und einmal von Pluto. Beide sind rückläufig, auch Neptun, auch Pluto. Und das hat mit Vergangenheit was zu tun. Es sind Erinnerungen. Und bei Neptun-Einfluss sind es auch Enttäuschungen. Und das macht die Menschen unsicher. Man stellt auch die Frage, soll ich nicht? Und über Gefühle zum Sprechen ist auch nicht einfach. Mond steht in Opposition zum Merkur. Mond symbolisiert die Gefühle, Merkur die Handlungen und Gespräche. Das ist auch eine gewisse Hin- und Hergerissenheit. Man weiß nicht, was richtig ist. Sollte man über Gefühle sprechen, ja oder nein? Braucht man auch die inneren Gleichgewicht? Mond symbolisiert auch die Mutter. Natürlich, das kann auch ein Konflikt sein mit unserem eigenen Mutter. Das, was der hübsche Prinz auch gerade erlebt. Seine Mutter mischt sich ein an seinen Angelegenheiten. Und er weiß nicht, wo soll er seine Kraft einsetzen. Mars bekommt auch einen Quinkungsaspekt von Mond. Und das ist die Richtung dieser Unsicherheit, was der hübsche Prinz auch erlebt. Obwohl er will sich behaupten und glänzen, diese Mars-Energie bekommt einen Einfluss von Regulus. Regulus ist eine von den königlichen Sternen. Heute bildet sich Jupiter zum Saturn ein Halbsextil. Das ist eine gegenseitige Unterstützung und eine rechtliche Lage wird gerade
in Ordnung gebracht. Und das war die Quelle zu meiner Erzählung. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.